Ja, liebe eisige Freunde, herzlich willkommen wieder bei Rebels TV. Heute direkt nach dem Spiel gegen Hügelsheim. Neben mir Torhüter Florian Glaswinkler. Ich habe gehört, du bist etwas angeschlagen, machst heute trotzdem mit auf dem Eis. Was ist los? Wie geht's dir? Ja, alles wieder gut. Bisschen erkältet gewesen, aber alles wieder gut. Ja. Gut, ja, ich glaube, dir kann man heute auch gar nicht keinen Vorwurf machen, leider. 1:5, für mich das Ergebnis deutlich zu hoch. Die Hügelsheimer vielleicht einen kleinen Tick vorne, aber bei weitem nichts. 1:5. Was war das Problem heute bei den Rebels aus deiner Sicht? Erstes Viertel ist super gespielt, super gekämpft, hatten wahnsinnige Chancen. Wir hatten auch leicht 2-1 führen können. Zweites Drittel, gut, wenn Arthur den ersten gleich reinmacht, wo er Pfosten schießt, hätte das Spiel vielleicht anders ausschauen können. Dann Mitte, zweite Drittel haben wir einfach ja, hinten geschlafen, Scheibe nicht raus, die einfachen Dinge einfach nicht richtig gemacht und Hügelsheim hat die Klasse vorne drin, dass sie die Chancen dann einfach machen. Ja, ich glaube, kämpferisch kann man der Mannschaft auch absolut keinen Vorwurf machen. Also ich habe heute eine sehr kämpferische Mannschaft gesehen, auch wieder viele junge Spieler im Einsatz, die ja, auch wirklich gut gekämpft haben. Ja, ich denke, wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach die Winterpause, die kurze Pause über Weihnachten nutzen und dann im neuen Jahr versuchen, das Beste draus zu machen. Oder hast du noch irgendein Rezept? Ja, einfach weiter hart trainieren, alle ins Training, fighten, auch wenn viele Verletzte sind. Ich hoffe, dass sie jetzt dann bald wieder zurückkommen. Aber ich sage, wir haben die Klasse, dass wir da unten rauskommen können und dass wir das Beste herausholen. Ja. Ja, ich denke, das Glück hat heute auf jeden Fall gefehlt. Es waren viele Chancen dabei. Das nächste Mal ist das Glück vielleicht auf unserer Seite. Auf jeden Fall ja, wünsche ich dir auch erstmal frohe Weihnachten. Danke, danke auch. Einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder oder vielleicht auch hier mal bei einem Training wieder mal sehen. Also, ja, und auch an euch. Schade heute. Leider hat es nicht sollen sein, aber wir haben eine tolle kämpferische Mannschaft gesehen. Und ja, auch wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.